Hallo Freunde, willkommen zurück hier in der Oberlausitz. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal zusehen, dass wir unsere Beine eingesammelt bekommen. Und dazu bewegen wir uns jetzt nochmal Richtung Händler. Und wir stellen fest, wir haben keine Kohle. Das ist natürlich auch wieder super. Alter, hier liegen aber auch echt ein Haufen Ballen rum. Und die wollen wir heute auf jeden Fall alle nochmal einsammeln. Ich habe gesehen, es gibt ein neues Autoload-Pack. Das finde ich natürlich extrem geil, weil da ist eine HKL-Plattform drin, da ist so ein kleiner Strautmann ohne Ladebordwand mit drin, da ist dieser Ballenkastenwagen hier von Fliegel, der ist da mit drin. Also da sind schon feine Sachen dabei, wo ich mir denke, ja, kannst du definitiv gebrauchen. Problem ist nur, wir können halt nur eins davon benutzen. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht, also hier, so ein ähnlich, ne, wie dieser hier, halt nur ohne die Pfosten hinten. Dieser hier als Autoload, finde ich extrem geil, muss ich ehrlich sagen, finde ich total dufte. So, nehmen wir den hier. Dann umgehen wir das ganze Theater mit dem, aber wir brauchen eigentlich nur einen Anhänger für alles. Mit Aufbau. Den mieten wir uns nur. Weil, wie gesagt, das ist dem... Oder ja, es geht dem Ende zu hier, diesem Autoload-Gedönse. Zumindest diesem hier. Der ist da auch mit drin. Der ist auch mit drin. Aber, wie gesagt, ist dann halt alles in einem Paket. Und das werde ich mir, denke ich mal, auf jeden Fall noch runterladen. Habe ich heute gesehen hier. Am heiligen Samstag. Wir haben es jetzt 17 Uhr. Die Folge sollte eigentlich jetzt live sein. Was soll's. Kommt sie halt später. Es ist zeitlich nicht anders machbar gewesen. Deswegen. Aber das habt ihr ja schon in der anderen Folge heute gehört. Deswegen will ich da jetzt nicht auch nochmal anfangen rumzuweinen. Und zwar, wir wollen keine Paletten laden. Wir wollen ein Rundbein laden. So, dann fahr er mal. Wir haben hier schön viele Heuballen, ne? Das finde ich extrem nice. Damit können wir dann auf jeden Fall schön die Schafe füttern. Und müssen nicht hier drauf warten, dass wir... Ach, komm schon. Dass wir Gras haben. Oh, 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 schön hier randaliert. Das kennt man ja schon. Eieiei, nicht, dass der noch ins Wasser fällt oder ins Wasser fährt. Nein. Fährst du einmal ins Wasser, kannst den ganzen Heuballen wegschmeißen, ne? War vielleicht ein bisschen dichter dran lang. So, bringen wir das Ganze mal. Schafe. Jetzt sag nicht die Schafe. Oh, die sind outgesourced, ne? Jo, hier oben. Musst du kaufen mit 63.000. Ich raste aus. Oh, und dann haben wir noch keine Tiere. Komm. Es ist zum Heulen. Komm, geh auf 300. Ja, yeah, so. 300. Zack. Kaufen. Ja. Ich will eigentlich Geld machen, nicht verbrennen. Dann brauchen wir noch ein Wasserfass. Ja, die Ecke nehme ich grundsätzlich mit, ich weiß. Der Tag wird kommen, wo ich da eine Kollision einbaue, ne? Und dann bin ich echt geliefert, ne? Und Krautjäten muss ich auch noch. Sonst geht mir die ganze Ernte kaputt, ist auch scheiße. Alter, wir haben Wetter hier, ne? Das ist unnormal, ey. In einem Moment
geht die Welt unter. Da kommt richtig hier Sturm, Hagel, alles. Aber auch nicht nur so ein bisschen Kinkerlitzchen, sondern vom Allerfeinsten, ne? Und im nächsten Moment guck dich die Sonne wieder an, als ob nichts gewesen ist, ne? Das ist hier. Hier ist was los, ganz ehrlich. Hammer. Hier müssen wir rein. Hier stand ja früher mal der Kompostmaster, ne? Also zu LS17 Zeiten. Wo ist denn hier Futter? Da ist. Das könnte Futter sein hier, ne? Wo ist das Wasser? Ich will jetzt nichts falsch machen. Im schlimmsten Fall, ne? Wisst ihr, was wir da machen? Im schlimmsten Fall. Laden wir das können. Und dann können wir da durchfahren. Jo. Dann lagern wir die. Aha. Wir lagern die Ballen in der Halle und dann kommen wir hier mit dem Frontlader. Dann machen wir ein bisschen Frontlader-Action. Das machen wir. Oh, ich hab's geahnt. Alter, bitte nicht. Komm, zieh, Junge, zieh. Du schaffst es, jawohl. Upsi, da wollen wir nicht lang, wir wollen da lang. Wir müssen ein bisschen gerade ziehen. So. Naja, gerade ist anders. So, jetzt wollen wir das noch ein bisschen weiter rüber schieben. Nein. Geht's denn rüber? Nein. Echt jetzt? Ah, hier ist ja schon mal einer. Das ist der falsche. Rückwärts, JKLM, N, O, vorwärts, JKL, achso, das ist L, okay, rückwärts, vorwärts, doch, hier können wir O vorwärts bewegen, U und entladen, was ist das denn? So, nach links? Was macht er nicht? Das macht er nicht. Verdammte Hacke. Ein Problem, ne? Da macht das. Guck mal hier, da geht er, hier, als ob es keinen Morgen gibt. So weit ist er da weg. So, und das muss doch hier auch funktionieren. Ist doch Mist. Gut, okay. Dann gibt's jetzt Trick 17 hier. Müssen wir andersrum fahren. Kriegst auch besser in der Ecke reingedrückt, das ist auch gut. So. Machen wir das Ganze nochmal. So, und dann können wir die auf jeden Fall hier schön mit dem Frontlader immer entnehmen. Ja, und wir merken uns, wir kommen so definitiv einfacher in die Halle reingefahren.
Naja, komm. Jetzt sammeln wir mal schnell mal die Silobein ein. Haben nämlich schon wieder 10 Minuten hier rumgekaspert. Das kann echt nicht sein hier. Das. Nee. Ganz ehrlich. So geht's nicht. Ich würde die Tiere ja auch gerne schon frühzeitig kaufen. Damit wir zumindest die Einnahmequelle noch haben. Beziehungsweise, dass die schon mal anfangen können mit Wolle produzieren, ne? Das ist ja auch sowas hier bei dem Paket hier, ne? Oder bei dem Autoload. Du kannst ja zum Glück alles da drauf laden. Du brauchst eigentlich keinen anderen Ballenwagen mehr, außer diesen hier. Ja, oder außer so einen Autoload, ne? Kombiniert halt schon viele Dinge, die einfach klasse sind. Und das muss ich auch einfach ganz klar an dieser Stelle sagen. Ich bin und werde auch immer ein Fan von Autoload bleiben. Weil, ganz ehrlich, du hast im Singleplayer einfach nicht die Zeit, herzugehen und alles hier die ganze Zeit aufzuladen. Klar kann man das machen, das macht man dann aber dann offscreen. Weil das Theater will sich niemand angucken, wie du da eine halbe Stunde lang am Ballen stapeln bist. So, gucken wir mal, was haben wir dann noch? W3. Man. Aber mal ein bisschen Licht an. So, Abmarsch mit dir. Der New Hornet, ja. Haben wir jetzt eigentlich die BGA gekauft oder nicht? Jo, haben wir. Was ich noch machen muss, das fällt mir mal gerade ganz siedend heiß ein, ist hier. Das so eliminieren, dass die anderen beiden Verkaufsstationen Silage annehmen. Es war nie Sinn und Zweck, Silage bei dieser Abladestation loszuwerden oder bei der Verkaufsstation. Und deswegen bringe ich das auch gleich direkt dahin und cheate jetzt hier nicht quasi rum und verkaufe das woanders, sondern gebe das ganz normal dann halt in die BGA, dass die dann schon mal angefangen kann zu arbeiten. Und jetzt kommt dann LKW. Darf ich das noch? Ich mach das einfach. So, mein Freund, hast du Pech gehabt. Aber wir wissen auch, sowas kann auch ganz leicht in die Hose gehen, ne? So. Komm schon. Hey, fahr doch mal hier Tempomat, habe ich doch gesagt. Nicht ausmachen. Zu weit. Da war ich mal kurz auf dem Desktop, hab nochmal Musik angemacht. Und zack, fährst du an der BGA vorbei. So schnell geht das.
Weiß gar nicht, warum auf dieser Karte so große BGA-Silos sind, ne? So. Dann gehen wir mal her. 4000. Nochmal. 50.000 passen hier rein. So, dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall bis Mitternacht noch ein paar Euros zusammen hier. Fahren wir mal wieder zurück. Jetzt auf Wiese 3. Silobein sammeln. Das große Silobein sammeln auf der Wiese 3. So könnte man die Folge heute auch umschreiben. Aber morgen erst. Denn für heute ist Schluss. Denkt morgen daran. 18:30 Livestream von einer Karte, die ähnlich aussieht wie diese hier. Aber trotzdem nicht dieselbe ist. Mit Cedric und Alex, wenn wir Glück haben. Also Alex auf jeden Fall. Aber mit Cedric weiß ich noch nicht. Der kränkelt ein bisschen immer noch. Und da steht auf jeden Fall noch entweder die AU aus, lieber Cedric. Oder du bist dabei morgen. Da gibt es keine Ausrede. Ja. Nicht sprechen können ist keine Ausrede für nicht arbeiten. Ganz einfach. Nein, Spaß beiseite. Gute Besserung an alle, die natürlich jetzt gerade krank sind. Und ja, wie gesagt, ansonsten macht es erstmal hübsch. Bis morgen. Ciao, ciao.